Na, wie geht's denn so? Und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Wir werden uns jetzt Bubenhagen seine Maschine anschauen. Wir werden nicht lang rummachen. Hier herein. Die Tür ist offen. Kommt herein. Ich habe Angst. Aber gut. Ich hoffe, er macht nichts Schlimmes mit uns. Ach, wirklich eine Maschine. Alles klar. Entschuldigung. Oho, scheint so, als hättest du jetzt alle beisammen. Fangen wir also an. Ich stelle mich dorthin. Ja, wird's bald? Kommt da noch was? Ja. Okay. Wow. Wie schön, was genau wie das echte Weltall. Recht anständig, das ist mein Labor. Alle Bewegungen im Weltall sind in diesem holographischen 3D-System abgespeichert. Hä, eine Sternschnuppe? Uiuiuiui. Was passiert hier? Das schwarze Loch. Ui, wie schön. Ja, das hat was, nicht wahr? Also kommen wir zur Sache. Früher oder später muss der Mensch sterben. Was geschieht mit ihm, wenn er tot ist? Der Körper verwest und wird wieder Teil der Welt. So viel ist allgemein bekannt, aber was ist mit Bewusstsein, Herzen und Seele? Auch die Seele kehrt in den Planeten zurück. Und nicht nur die Seele des Menschen. Es ist bei allem, was auf der Welt lebt. Ja, bei allen Lebewesen der Universum genauso. Lebewesen des Universums genauso. So. Die Geister, die wieder Teil der Welt werden, verschmelzen miteinander und durchstreifen den Planeten. Sie wandern umher, vereinen und teilen sich und bilden einen Strom, den sogenannten Lebensstrom. Lebensstrom, das ist, anders ausgedrückt, der Weg, den die Energie der auf dem Planeten umherwanderten Seelen beschreibt. Geistige Energie, ein Begriff, den ihr euch gut einprägen müsst. Neues Leben, Kinder werden mit geistiger Energie ausgestattet und zur Welt gebracht. Dann kommt die Zeit, da sie sterben. Sie kehren dann wieder zum Planeten zurück. Natürlich gibt es bestimmte Ausnahmen, aber das ist im Großen und Ganzen das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert. Aber ich schweife ab. Ihr werdet mich besser verstehen, wenn ihr euch das hier anseht. Zeig mal. Da ist die Welt. Mensch stirbt. Okay, wird zu Lebensstrom. Haben wir eigentlich alle schon verstanden, oder? Und neues Leben wächst heran. Und so weiter und so weiter. Der Kreislauf des Lebens, ja. Geistige Energie ermöglicht das Leben überhaupt. Bäume, Vögel und Menschen. Aber nicht nur die Existenz von Lebewesen, auch das Dasein von Planeten beruht auf geistiger Energie. Was passiert, wenn diese geistige Energie verschwindet? Verschwindet. Der Planet geht kaputt. Ah ja, klar. Okay. Das sind die Grundlagen des Studiums des Planetenlebens. Hab studiert! Wenn die geistige Energie verloren geht, wird unser Planet zerstört.
Geistige Energie ist wirksam, weil sie in der Natur vorhanden ist. Wenn die geistige Energie gewaltsam extrahiert und industriell verarbeitet wird, kann sie ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllen. Shinras Reaktor, hm? Du meinst damit die Makroenergien, nicht wahr? Tag für Tag saugen die Makroreaktoren geistige Energie ein, so dass sich deren Menge verringert. Die geistige Energie wird in den Reaktoren komprimiert und zu Makroenergie verarbeitet. Dadurch werden sämtliche Lebewesen ausgepresst und um ihr Lebensfähigkeit gebracht. Lebensfähigkeit. Mein Auge juckt. Moment. Das heißt also, dass durch die Makroenergie letztendlich der Planet zugrunde gerichtet wird. Da haben wir es verstanden, Leute. Unser Planet geht dem Ende zu. Das war eine lehrreiche Geschichte. Die Geschichte der Planeten und deren, die mit ihnen lebten. Willst du mehr erfahren, dann musst du den Worten der Alten lauschen. Das heißt, Anaki, sein Vater, soll ein Feigling gewesen sein. Das ist es also, Anaki hat es die ganze Zeit vermutet. Noch was? So. Es war aufschlussreich. Bin recht zufrieden mit dieser Geschichte gewesen. Jetzt machen wir Equip. Ringerang. Was nimmst du noch mit? HP Plus, fertig. Und hast. So. Du bist ja ein Ninja, du musst es haben. Was war das? Was habe ich da jetzt weg? Du hast auch was Neues. Oha. Ja, Retail habe ich ganz vergessen, dass ich das habe. So. 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 Wir müssen alles ausrüsten. So. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Wir müssten jetzt alle am Lagerfeuer sitzen, oder? Ich habe gerade keinen Plan mehr. Aber so viel ich weiß, war jetzt das Lagerfeuer dran. Soll ich schlafen gehen, oder? Nö. Ja, ich benutze jetzt auch kein Zelt, weil vielleicht geht ein Tag rum und dann sind alle wieder voll gepusht. Ja, alles sind da, siehst du. Yo, Leute, was geht? Swag. Habt ihr alles Swag? Setz mich mal zu Barrett. Cosmo Canyon, hier wurde Avalanche geboren. Ich versprach meinen Leuten, dass wir irgendwann, wenn wir den Planeten vor Shinra gerettet haben, nach Cosmo Canyon gehen und feiern. Bix, Wedge, Jesse. Jetzt sind alle tot, für den Planeten gestorben. Wirklich, um den Planeten zu retten? Wir alle, wir hassen Shinra. Habe ich eigentlich das Recht, einfach weiterzuleben? Werden sie mir je vergeben? Chill mal. Jetzt im Moment weiß ich es wirklich nicht, aber eins weiß ich. Wenn ich etwas tun kann, um den Planeten zu retten oder die Leute, die darauf leben, dann werde ich es tun. Es ist mir egal, ob ich ob ich's für Gerechtigkeit aus Rache oder warum auch immer tue.
Es ist egal, das sollen die selbst entscheiden. Ah, ich mach's. Wieder, Avalanche ist wieder geboren. Alles klar. Hier ist genauso langweilig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich will woanders hin. Komm, wir suchen etwas Materia. Ach, Chaffee. Mit dir würde ich überall hingehen. Gut. Wie viele Jahre ist das her, mein Gott? Das weckt Erinnerung. Die kenne ich ja noch gar nicht so richtig. Ei, ich habe viel gelernt. Die Alten brachten mir viel bei. Über die Zetra und das verheißene Land. Ich bin allein, jetzt bin ich ganz allein. Aber wir sind für dich da, okay? Ich weiß, aber ich bin der einzige Zetra. Heißt das, wir können dir nicht helfen? Mach doch, was du willst. Zicke. Ja, und Tifa. Ja, Tifa. Cloud. Freudenfeuer sind eine komische Sache, nicht wahr? Sie erinnern dich an alles Mögliche. Weißt du, Cloud, vor 5 Jahren? Ach, nichts. Nee, vergiss es. Ich traue mich nicht zu fragen. Was ist los? Mir scheint, als ob du ganz weit weg gehst. Du bist wirklich, wirklich du selbst, oder? Was soll das jetzt heißen? Das erfahren wir noch. Vor langer Zeit. Ich war noch ganz klein. Wir standen alle um diese Flamme herum. Ach, vergiss es. Was ist passiert? Es geht um meine Eltern. Wenn ich von meiner Mutter spreche, bin ich voller Stolz und Freude. Das ist okay, aber wenn ich an meinen Vater denke, bin ich voller Zorn. Digga, du kannst deinen Vater einfach nicht vergeben. Natürlich, er ließ meine Mutter tot liegen. Als sie Gi angriffen, rannte er weg. Weg von meiner Mutter und den Bewohnern des Canyon. Komm, Nanaki, hier gibt es etwas, das du sehen solltest. Es könnte gefährlich werden. Cloud, willst du und deine Begleiter mit uns kommen? Alles klar, machen wir. Ich nehme Chaffee mit. Noch kurz ausrüsten. Den Lappen. Zack. Und dann. Ach so. Da hat so aufgefallen, das geht ja gar nicht. Egal, die wichtigsten Sachen sind ja dabei. Ich muss mich aber trotzdem noch ausruhen. Ich geh mal kurz schlafen. Wo war das? Ich glaube da drin. Willkommen in Shidra Inn. Ja, gut. Schlafen und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, was Bogenhagen uns zeigen will. Es wird ein bisschen gefährlicher, das ist klar, das haben wir ja schon gesehen. Gibt es hier irgendwas klauen kann? Nein? Okay. Dann nicht. Was ist das? Turtles Paradise. Cocktails sind gut, aber unsere Weine sind die besten. Warum schauen sie nicht mal im Turtles Paradise? Okay. Was da drin? Wo komme ich hier raus? Wusste ich gar nicht mehr. Gibt's nichts. Ja, okay. Gehen wir noch schnell zum Speicherpunkt. Aber das könnte ich auch ohne euch machen. Ist ja gar kein Problem. Also. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, die Lehren des Planeten, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.